Okay. Das heißt, wir müssen jetzt dahin. Nächster Ort, die beiden. Ah, die Sonne kommt mal raus. Sehr schön. Und nicht der Hubschrauber. Aber lass ihn kommen. Was war denn das für ein Geräusch? Hat sich gerade angehört, als wenn sich irgendeiner einen Stein gerade auf den Fuß geschmissen hätte. Ja, natürlich, er sieht uns. Mach's wie ich, lande auf ihn drauf. Ich habe erst überlegt, mache ich's oder mache ich's nicht? Er ist genau unter dir nämlich. Perfekt. Ja, ja. Das Problem ist, er hält die Distanz. Vielleicht landet er im Baum. Nein, Double Kill. Gegenseitig. Und die haben überlebt! Das kann nicht sein! Da war doch keine einzige Wolke! Die sind genau. Ja, die sind gerade raus, als ich gesagt habe, die haben überlebt. Genau da in dem Moment sind sie gespawnt. Oh shit. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend. Stirb doch! Jetzt muss ich das schon im Nahkampf machen. Boah. Jo, die sind aber hart im Nehmen. Ja. Granate fliegt. Granate kommt. Kombinierender Kuleros. Scheiß drauf. Lauf, Johnny! Na komm! Fuck, mich haben sie auch. Alter, die. Ich kann. Weißt du, ich kann nicht über diese Ecke schießen, aber die können über die Ecke schießen. Das ist voll unfair. Natürlich, du weißt doch. Das ist NPC. NPC kann das. Nein, das ist Torga-Schwierigkeitsgrad. Nein, das ist Ubisoft-Dummheit. Das wäre ein geiler Name für einen Schwierigkeitsgrad. Ubisoft Dummheit Schwierigkeitsmodus. Scheiße, Mann. Ist ja genau nach hinten weggetaucht, der Hubschrauber, als ich ihn gerade eine natzen wollte. Aber der war schlau. Hast du das gesehen? Der ist mit abgetaucht und am Schluss hat er mich ausmanövriert. Ja. Da kann man wieder sagen, die KI hat manchmal echt Höhepunkte. Ja, das stimmt. Aber dafür ist sie auch schweineunfair, wenn sie denn mal steht. Ja. Ey, ohne Scheiß, Mann, ich schieße mit meinem Kaliber ohne Probleme durch fette Betonwände, aber ich schaff's nicht, durch deren Kevlar-Weste zu kommen? Echt jetzt? Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier dran. Ja, demnächst baue ich mein Haus aus Kevlar-Weste, ganz ehrlich. Ja, ist aber einfach so. Stahlbeton braucht kein Mensch, ey. Genau, Kevlar-Weste, nein, ist schon zu hardcore. Also, nee, ist immer noch zu wenig, sag ich jetzt mal. Du musst Eierschalen nehmen, da kommt nichts durch. Ja, definitiv Eierschalen. Ja. Bau die Dinger aus. Am besten zwei Stück übereinander. Hält jede Granatenexplosion aus. Hä? Zurück ins Operationsgebiet? Ernsthaft? Ist ja jetzt so eine kleine Mini-Kante gewesen, oder was war das, ey? Ja, anscheinend warst du wirklich genau an der Kante, ja. Ja. Aber ich werde demnächst werde ich es richtig übertreiben, dann nehme ich Seifenblasen, Alter. Daraus werde ich mir den nächsten Wolkenkratzer bauen. So, das sind zwei und raus. Also einmal das und aussteigen. Nächster Halt. Fallschirmsprung. Boden! Oh fuck! Lande da bloß nicht. Habe ich auch nicht vor. Ich fliege ins nächste Gebiet. Man hört die ganze Zeit. Hä? Da war ja nichts, ne? Okay, dann können wir weiterlaufen. Doch, hier ist eine Akte. Bei dir? Okay, dann komme ich zu dir. Ja. Hola! So. Die ist außen. Hier, vor der Tür. Ach da. Jetzt sehe ich sie. Okay, let's go! Ich habe einen Fluchtwagen! Okay, warte, ich muss mich irgendwo hinten draufsetzen. Zack! So. Ja! Landwirtschaftssimulator Bolivien Edition. Los geht's, Alter. Genau. So, da müssen wir hin. Ja. Das Gute ist, der hat hier... wo ist er denn? Boah! Da ist er. Hab ich mich erschrocken, der ist einfach auf uns draufgefallen, Alter. Kam der vom Himmel. Alter, die Rotoren drehen sich immer noch.
Ah, geil, okay. War das unser Hubschrauber? Ja, ja, das ist unser. Und der dreht sich immer noch, die Rotorenblätter. Ja, die bei mir liegt er leider auf dem Dach, ich kann leider nicht einsteigen. Ja, ja, bei mir liegt er auch auf dem Dach, aber die dreht sich immer noch. Ach, ich bin erschrocken, ich so. Ey. Ich so, wo ist er denn? Ich sehe doch das Symbol, aber Crash, Alter. Ja. Das ist voll das übel, ey. Das nenne ich mal einen Crash, Alter. Herrlich. Ja, sowas kriegst du nur bei Landwirtschaftssimulator Bolivien Edition zu sehen. So, was müssen wir hier nachgespielt? Oh, das Schöne ist, das ist gleich ein Hubschrauber. Perfekt. Wenn wir Pech haben, pullen wir die Truppen, die ganze Zeit hinter uns her sind. Na, mal gucken. Alter, nicht mal bei irgendeinem Horrorspiel, nicht mal bei Resident Evil bei Resident Evil 7 habe ich mich so verjagt wie an der Stelle gerade, Alter. Hüpft dir da so ein Hubschrauber ins Bild, Alter, vor dir noch mit diesem übelsten Crash-Geräusch. Ja. Jumpt das Ding da auf einmal von da oben runter, ey. So, hier sind glaube ich auch wieder welche außen. Die Gegend aufzuklären. Das macht 5. Ne, hier ist keiner. Ja, oh, da sind aber auch schon wieder ein paar drin. Hm. Okay, du gehst von da, dann gehe ich von da. Seht mal da, Waffenkiste. Ich bin bereit. Warte, Verstärkung kommt gerade. Ach, die machen doch eh wieder nichts. So, jetzt bewegen sie ihre Ärsche wenigstens. Ja, da kommen sie, ich sehe sie zumindest. Ja. Auf einmal außen rum. Warum bleiben. Aber 4 von denen bleiben oben. Na egal. Bereit? Granate fliegt. Sind sie in meine Granate reingelaufen, wie hohl. Ja, du brauchst halt die gegnerische KI, nicht die eigene KI. Die gegnerische KI, die ist top. Aber ist ja schon mal aufgefallen, das ist bei vielen Spielen so, dass die gegnerische KI immer besser ist als die eigene KI, die einen als Partner hat. So, die anderen sind oben. Wir haben eine Minute. Da ist der Computer. Geh du ran, ich gehe weiter. Jo, ich bin am Hacken. Ja, aber nicht mit der Axt, bitte, ja. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Hier sind nur zwei Leute. Einer versteckt sich genau unter der Munitionskiste und der linke wird mich wegnutzen. Hab ich? Oh, das ist ein Commander. Hab ihn. Alles klar. Sehr gut. Und hier ist das Sammelobjekt. Ah, kann ich gebrauchen. Ah, und die Truppen sind jetzt gekommen von außen, die uns die ganze Zeit von der Plantage verfolgt haben. Was? Ein Ruh-Lichtpunktvisier. Okay. Ah, das habe ich auch so gelesen. So, wenn wir es schaffen, schaffen wir es, bevor uns der eine Typ da im Hintergrund. Ah, alles klar, ist gut. So. Eine. Ah, sehr schön. Akzeptiert. Ja, bestimmt bei irgendeinem Fragezeichen wieder. Da sind sie ja meistens. Ich gucke gerade, wo noch ein Fragezeichen ist, aber hier ist kein. Naja. Wir fliegen da gerade rechts an so einer Ruine vorbei. Könnte da das Ding vielleicht sein? Ich flieg mal rüber. Nee, nur ein Hubschrauber und eine Wache. Ja. Ich gehe mal die Karte nach. Ah, hier ist ein Fragezeichen. Ja. Alles klar. Hä? Die Mission kommt mir auch schon wieder bekannt vor. Ey, ohne Scheiß, dieses Gebiet ähnelt ziemlich einem Gebiet mit dem anderen Gebiet, was wir schon mal gemacht haben. Oben mit der, Alter, mit der Religion zu sehen. Zieh dir mal hinter uns rein, wie viele grüne Fahrzeuge. Ja, ja, habe ich gesehen. Aber auch sind auch sehr viele Zivilisten komischerweise auf dieser Straße unterwegs. Ach, das ist der, wo ich den zu weit nach links gezogen habe. Ah, okay, deswegen kommt mir die Mission so bekannt vor. Die Sicarios müssen hier weg, sonst nervt das. Scheiße, die steigen aus, Alter, die werden die noch umbringen. Er läuft erstmal nur. Ich werde den Commander wegnatzen. Genau. Commander ist weg, du hast freien Platz. Den Dicken hole ich mir, der Dicke ist weg. So noch ein und alle weg, der ist alleine. Alter! Ja, ja, ich hole dich. Genau, dann könnte ich mich vielleicht... Er haut ins Auto ab, er haut ins Auto ab. So eine Scheiße. Die zerschießen das Auto, fuck. So, jetzt holen ihn dir schnell. Hab ihn. Alles klar. Ey, jetzt ist er hinter mir gespawnt. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Die knallen ihn ab. Hau ab mit dem Wagen, hau ab da. Genau, er sprengt gleich in die Luft. Wenn du auf-
aufwachst, erzähl deinem Freund. Victor, Victor, verpiss dich! Brich ab, abbrechen! Einfach abbrechen! Ja, ich lauf doch! Es dauert! Okay, hol du ihn! Es hat nicht, ich hab gedrückt, ich hab Kreis gehämmert, Junge! Es hat nicht aufgehört, bis ich gemerkt habe, ich muss gedrückt halten. Da war gerade die Aufregung. Hilfe! Bro, gib Vin Diesel endlich einen Headshot und hilf mir hoch, Mann! Dieser Splitter im Fuß, ich halt's nicht mehr aus! Okay, warte, hier, bitteschön. Ja, das mit dem Messer direkt in die Kehle rein, danke. Das macht mich auch sicher wach. Das hat geklappt. Ja, ja. Weil ich weggezogen habe, ich bin wieder aufgestanden, weil ich es nicht durchgezogen habe, den Kranken zu spielen. So, er fiel mir da tatsächlich das Messer in den Hals ran. Wie hab ich denn hier schon wieder gepackt? Also, ich wusste ja bei No Man's Sky, weißt du, da habe ich es ja auch schon gepackt, an den geilsten Plätzen zu parken. Aber das hier ist schon wieder eine andere Hausnummer. Zum Beispiel hier bist du mit den Kufen im Boden, aber kommst raus. Ja, geil, ne? Ja. Wahrscheinlich das andere war Schlamm. Das war so wie ja, genau. Treibsand. Hat sich festgesaugt. Ja. Das war wie diese Sogwirkung, wenn du einen kleinen Propeller hast oder eine Fliege und die auf ein Blatt Papier festklebt, dann kann sie nicht hochgehen. Das ist wie mit einem Hubschrauber ja auch, beim kleinen RC-Hubschrauber. Wenn du den auf Pappe oder so festklebst, dann kann er nicht abheben, weil er keine Sogwirkung hat. Hier ist wahrscheinlich genau das gleiche bei dem. Ich habe gut getroffen. Oben auf dem Dach. Falsch markiert. Hier ist Ziel Nummer 5. Scheiße, jetzt die Spritze leer, das darf doch nicht wahr sein. Ja! Oben auf dem Dach war einer. Sorry, der war nicht markiert. Ich hol dich schnell. Oh, der kommt auf mich zu. Nein, er hat mich! Ich komm nicht weg! Oh, was war das denn? Seit wann wird denn. Halleluja! War das schon immer so, dass wenn man angeschossen wird, dass die Drohne spontan unterbrochen wird? Das hatte ich noch nie. Ich meine, wie oft wurde ich denn in der Drohnenperspektive abgeschossen? Ist das ein Patch? Ist das neu seit 1.9? Ist das neu? Keine Ahnung. Weil ich hatte das noch nie, dass man in der Drohnenperspektive angeschossen wird und sofort aus der Drohnenperspektive rauskommt. Das hatte ich noch nie. Weil ich wollte gerade hin, weißt du? Und das war ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt wissen wir. Was? Scheiße! Da waren sogar zwei Sniper. Ich dachte, einer wäre nur da gewesen, aber es waren zwei Sniper auf dem Dach. Drittes Ziel. Hab noch einen. So, erstmal den da mit. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Dann den. Oh, ist aber voll. Dann den. Ich helfe mal mit, Alter. Das hat gerade ein bisschen gedauert. Ja, gedauert hat kein Ausdruck. Ich nehme den rechts mal, der da gerade kommt. Hab ihn. So, sein Kumpel ist wach. Ich nehme den mittleren. Der ist auch da. Der läuft. Okay. Ein Drecksack weniger. Innen drin ist noch einer. Unidad. Oh, scheiße, die Unidad haben uns bemerkt. Oh Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein, dass sie uns bemerken? Die fahren am Arsch der Welt lang. Ja, das die Schüsse. Ey, durch den Baum. Ich lag extra hinterm Baum im Dreck, dass mich keiner sieht. Und ich habe gerade gesehen, wie mich ein Sniper genau vom Dach aus weggefetzt hat. Ah, Junge, ich möchte so in den Fernseher reinschlagen, Alter. Mit der Konsole. Baff, Junge. Mann, dieses Scheißspiel. Das hasse ich so, wenn die KI so übermächtig ist, dass sie sofort wissen, wo du bist und sie können durch alles durchschießen. Ja, das macht keinen Spaß, das ist wirklich so. Na gut, ich sehe sie ja auch sofort. Ich sehe sie ja auch, bevor sie mich sehen. Und ich kann mit meiner MG5 auch durch Wände durchschießen. Aber wenn ich hier unten an diesem Mammutbaum unten so liege, ja? So. Genau. Dann kann der nicht einfach durch einen Baum schießen, Mann. Das ist ein bisschen unlogisch. Selbst ich mit meiner MG5 kann das nicht. So ist es auch. Aber das interessiert ihn Scheißdreck. Deswegen, ja. Es kotzt mich einfach nur an. Bullshit, also. Riesiger Bullshit. Warum muss sie überhaupt jetzt so eine scheiß Unidad und warum stirbt der nicht? Boah, verrecke doch! Das Geile ist, keiner hat was bemerkt, Alter. Wir schießen über uns alles. Ja, geil, ne? Sonst ist immer. Hier, guck, den hast du jetzt einmal weg und das ganze Haus ist alarmiert. Genau. Was für ein Quatsch, Alter.
Ja. Gerade haben wir richtig viel Lärm gemacht, viel, viel Aufmerksamkeit auf uns generiert. So, warte mal, die sind alle oben drauf, ne? Die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Und sofort, die kommen raus und sehen mich wieder sofort. Oh, der Mörser hat mal getroffen. Oh, Wunder. Was fährt denn da an uns vorbei? Ein Konvoi, natürlich. Jetzt kommen die... Ja, der hat mich natürlich. Okay. So, was ist denn hier los, Alter? Wirklich ein Sport. Ja. Und ich dachte schon, dass er schlecht mit der einen Mission sei schon schlecht gewesen, wo die Unidad direkt neben uns gespawnt ist. Er hat mich hinterm Baum erwischt wieder, wie bei dir. Hinter dem perfekten Baum hat er mich erwischt. So, mal kurz gucken, wo der Baum ist. Ja, tatsächlich, hinterm Baum, Alter, krass. Ach, fuck. Es ist so geil, dieses Spiel, ehrlich. Oh Gott, lad nach, du dreckiger Hundebengel. So, wie man merkt, wir sind echt gut gelaunt. Das Gute ist, das ist noch gute Laune bei uns. Ihr müsst uns mal nehmen, wenn wir richtig sauer sind, Alter. Genau, wir haben sogar noch Spaß dabei. Noch aber Spaß. Ja. Schön, dass jetzt kommt eine Patrouille, weißt du? Wenn alles erledigt ist, jetzt kommt eine Patrone angefahren, Alter. Und macht und schießt nochmal einen auf den. Worauf schießt du, Junge? Da ist niemand mehr. Obwohl, doch, warte mal, da ist einer noch. An der Gatling Gun. Okay, du kannst durch Holz schießen und ich nicht, oder was, du verdammtes kleines... Vorsicht, Arsch. Der Fettsack, der lebt noch. Ich habe ihn zwar schon fünfmal getroffen. Nö, der ist tot. Da ist aber noch jede Menge. Irgendwo ist da. So, ich laufe hier mal rechts ins Gebäude. Ja, warte, ich mache hier schon mal Attacke. Scheiße, Patrouille. Oh, leg dich hin! Fuck. So, Danger close! Oh nein, du bist tot? Ja. Fuck, ich auch. Ich wollte gerade zu dir rennen. Durch wen wurdest du getötet? Durch die Patrouille, die da aufgetaucht ist. Das ist eine Santa Blanca-Patrouille aufgefunden. Und ich musste mich halbtot hinter so ein Ding schmeißen und hab Mörser angefeuert, aber das war zu danger close und ich musste abhauen. Sonst hätte ich mich selber weggebombt. Okay, ich hatte gar nichts. Ist totaler Scheiß. Also es fährt ein Konvoi an uns vorbei, es kommen Truppen, plus wir müssen die Insel dementsprechend säubern. Was soll denn das für eine Scheiße? Ja, und die Rebellen kommen erst, wenn alles vorbei ist. Ja. Also, sagen wir es mal so, diese Mission ist okay, wenn es nicht so bescheuert wäre, dass die durch Bäume schießen könnten und sofort wüssten, wo wir sind. Weißt du? Boah, geh aus dem Kartenmenü raus. Ja. Jetzt, vor allen Dingen, jetzt spawnen wir hinter dem Gebäude. Was ist das für ein geiles Ding? Ja. Tango getroffen. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ja, noch mehr. Hör doch mal auf, Alter. Wie viel sind denn da noch drin? Und da müssen wir rein, oder was? Willst du mich verarschen? So, warte, bevor wir hier was machen, ich mache erstmal einen Generator aus, bevor die wieder Verstärkung rufen. Oh Gott, jetzt sieht mich irgendeiner. Vorsicht, der Konvoi kommt. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Rechts im Haus ist tot. Auf der Straße fährt ein Fahrzeug. Das fährt weg. Aber nee, es wendet, es kommt zurück. Ey, ich kann durch alles schießen, aber nicht durch diese Pappkartons oder was. Willst du mich verarschen? Da ist noch ein Gebäude, ein goldener. Ein goldener Humvee. Yo, hast du gesehen, wie die da gerade reingetriftet sind, Alter? Alter, was ist hier los? Hier ist Krieg. Und die sterben alle nicht. Unidad-Hubschrauber. Leg dich bloß hin. Jetzt steigt er in den LKW ein. Siehst du das? Okay, der ist tot. Alle tot, nur Unidad. Ja. Vorsicht, der LKW. Das ist ein scheiß Dokument. Ja, das Problem ist, die Rebellen schießen auf die Unidad. Also, wenn, dann müssten wir uns langsam mal beeilen. Ja. Aber jetzt haben sie wieder aufgehört zu schießen. Alter.
Ja, so eine Ghost-Rein-Raus-Nummer klappt ja voll. Ja. Ich muss einen halben Krieg hier losbrechen, dass du einigermaßen endlich mal in die Scheiße reinkommst. Und das Geile ist, guck dir das Haus an, was da los ist. Ja, das stimmt. Also ich sagte, dieses Gebiet, ne, ist bis jetzt das Schlimmste von allen.